2018. Ja, das ist schon ein Jahr, in dem sehr viel passiert ist. Man hat vieles gar nicht mehr so wirklich auf den Schirm. Was ist eigentlich genau passiert und was war besonders? Und genau deshalb schauen wir uns das Jahr 2018 nochmal genau an. Das Jahr begann mit 10 Dingen, die Yu-Gi-Oh!-Spieler nicht sagen. Und das war auch schon das erste große Thema des Jahres. Ich erhielt die erste große Hate-Welle. Und wir reden hier nicht von ein paar Dislikes oder ähnliches, sondern wirklich eine Welle. Es war eine sehr interessante Erfahrung für mich. Und ich muss sagen, es hat mich gefestigt. Zu behaupten, ich kann mit Hate umgehen und es wirklich zu erleben, sind halt zwei verschiedene Dinge. Es hat im Allgemeinen die Sicht auf die Dislikes im Wesentlichen verändert. Und nur als Info an alle Hater. Auch Dislikes helfen den YouTuber, das Video bekannter zu machen. Weil der Algorithmus nicht zwischen Dislikes und Likes unterscheidet. Wie bereits ein großer YouTuber mal sagte, der beste Hater ist einfach der, der die Videos gar nicht guckt. Und dies habe ich mir auch zu Herzen genommen. Und so lebe ich nach dem Motto, leben und leben lassen. Die nächsten drei Videos waren Lückenfüller, um zwei Dinge zu tun. Die Klausurenphase zu überbrücken und zum anderen den ersten großen Schattencup vorzubereiten. Im Hintergrund passiert jedoch noch was anderes. Und das ist definitiv ein Highlight des Jahres. Michael, aka Cardjournalist, will gerne zurückkommen. Und so planen wir zusammen ein Comeback und ich kündige es in Form eines Verschwörungsvideos an. Fun Fact hierbei, das ist das einzige Video, wo ich das Drehbuch handschriftlich gemacht habe und nicht am PC oder Handy, wie sonst so. Aber so kam es, wie ich es vorhergesehen hatte. Cardjournalist kam am 22.02.2018 wieder. Das nächste Highlight ist auch gleichzeitig ein Abschied. Mein letztes Opening kam online, am 8.3. Warum letztes? Ich finde Openings und Deckprofiles passen nicht auf meinen Kanal. Und so beschloss ich, am 12.7. alle Deckprofiles und stumpfen Openings offline zu nehmen. Ich bin auch sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Sie wurden eh nur als Lückenfüller benutzt und nicht wirklich, weil ich das Video toll fand oder ähnliches. Einige vermissen es, einige finden es gut. Man kann es leider nicht allen recht machen. Aber ich bin dennoch sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Dann kam wieder ein Video, was auf jeden Fall ein ganz großes Highlight ist. Und zwar der beste April-Scherz aller Zeiten. Blue Ice ist Meta. Danach folgten ein paar Sketche sowie Artenvideos, doch dann kam wirklich wieder ein Highlight, der Dreh in Aurich. Wenn ich weiß, um welches Video es sich handelt, es handelt sich um das Video Der Neue, mein erster großer Dreh. Es war ein Herzensprojekt und eigentlich auch der Grund, warum ich überhaupt den Kanal gegründet hatte. Ein Videodreh, genau wie ich es mir vorgestellt hatte, ohne an Kosten oder ähnliches zu denken. Dies war auch dank Kartenmarket und Custom Playmate möglich. Sie finanzierten mir den Dreh und so fuhr ich nach Aurich. Dort lud ich auch Trader B ein und viele Leute aus Aurich unterstützten mich beim Dreh. Ein Dreh mit Statisten, einfach nur schön. Ebenfalls kaufte ich mir extra für den Dreh ein Schwebestativ. Der ganze Dreh ging sehr lange, aber war dennoch sehr schön und das Endprodukt war einfach super. Einfach nochmal ein Riesendank an alle. Danke, dass ihr es möglich gemacht habt. Kurz danach organisierte ich ein großes Online-Projekt. Dafür hatte ich leider keine Zeit für Videos und es gab halt eine kleine Videopause. Aber auch nur, um im Hintergrund Game of Goats 2 zu organisieren. Das Besondere war, ich konnte mit internationalen YouTubern zusammenarbeiten, was mich sehr gefreut hat. Ich finde, wir deutschen YouTuber verstecken uns immer irgendwie. Und mit dem Projekt wollte ich dies ändern. Das Turnier war als solches ein voller Erfolg. Ich machte die News dazu und das Turnier lief auch fast reibungslos ab. Da es sich um das Go-Format handelte, hat es natürlich nicht so wirklich viele interessiert, also konnte man nicht irgendwie mit hunderten von tausenden Klicks rechnen. Aber es hat mir Spaß gemacht und deshalb hatte ich es auch durchgezogen. Und außerdem denke ich, was man angefangen hat, sollte man auch zu Ende bringen. Doch nicht nur das war in der Zeit. Am 9.6. ging ich zur deutschen Meisterschaft, was als solches ja nichts Besonderes ist, da ich jedes Jahr zu ihr hingehe. Aber dieses Mal als Judge. Ich durfte sogar eine Top-Tables judgen und hatte sogar die Möglichkeit, die Top 64 und Top 32 zu judgen. Das Feedback war nur positiv und ich versuchte den Judge-Test Level 2. Und ich muss sagen, endlich mal ein Test, der schwerer war. Ich finde den ersten Test, den man ohnehin so oft machen kann, wie man wollte, viel zu einfach. Dieser Test war wesentlich schwerer und man musste die Mechaniken des Spiels verstanden haben. Und mein Ergebnis war 19 von 20 Punkten und hatte somit bestanden. Ein schöner Abschluss für ein so cooles und schönes Event. Und trotz der neuen Timeout-Regel lief alles gut über die Bühne. Nach der deutschen Meisterschaft kam die Europameisterschaft. Und dieses Mal war ich als Spieler da. Wie immer. Und ich weiß nicht warum, hatte ich wieder mal nur Pech auf der EM. Und naja, der Schnitt war wirklich nicht so gut. Ich weiß nicht wieso, aber immer dort ist es einfach negativ. Ich weiß nicht, woran es liegt. Naja, dennoch war es ein sehr schönes Event. Und vor allem war es schön, alle wiederzusehen. Und hierbei rede ich nicht von den deutschen Spielern oder so, sondern gerade um die internationalen Spieler, die man leider nicht so oft sieht. Was war für mich das nächste Highlight? Natürlich die Drehs mit Michael. Endlich konnten wir wieder zusammen drehen und hatten so viel Spaß wie immer. Es war einfach toll. Und ab da kamen dann auch sehr viele Videos mit ihm. Viele sagen ja, wir sind das Dreamteam überhaupt. Wir sagen einfach, wir haben Spaß bei der Sache und vielleicht sieht man das auch in den Videos. Und dann kam es. Am 26.08. geht mein, Stand jetzt, erfolgreichstes Video online. Es hat bereits die 100.000 geknackt und hat mehr als 3.000 Likes und über 700 Kommentare, was einfach krank ist. Ich hätte sowas nie gedacht. Und selbst international macht es seine Runde. Einfach nur unerwartet und schön. Danke nochmal an Aznens, der mir die ganzen Karten geliehen hatte. Dann, am 5.9. passiert es. Das, was ich nie für möglich gehalten hatte. Konami schreibt mich an und fragt mich nach einer Zusammenarbeit. Ich konnte es nicht glauben. Ich meine, Konami. Wie geil ist das denn? Natürlich nahm ich die Zusammenarbeit an und so wurde ich auch zum Community Day bei Konami eingeladen. Rainy Brain, Julio, Cardjournalist, Trader Online und ich bekamen die Chance, Konami direkt Fragen zu stellen und bekamen sogar ein kleines Weihnachtsgeschenk. Es war ein sehr schönes Treffen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Konami.
Und noch ein Highlight gab es dieses Jahr. Wieder ein finanzierter Dreh. Diesmal mit Kartenmarket und Trader Online. Und so konnte ich meinen Trailer drehen. Was war hier im Dreh besonders? Naja, zum einen bin ich extra nach Hamburg gefahren und zum anderen habe ich extra einen Greenscreen gekauft. Außerdem haben wir an sehr vielen verschiedenen Locations gedreht, was ebenfalls sehr besonders war. Auch hier sind wieder einige extra zum Drehort gefahren. Danke an alle und vor allem ein Danke an Gibby Gaming, dass ich bei ihnen übernachten durfte. Ein kleiner Funfact, aber doch ein sehr großer Faktor ist, dass bei diesem Dreh etwas anders war. Und zwar, ich habe die Kamera abgegeben. So hat Gibby Gaming alles gefilmt und nicht ich. Ich gebe zu, ich hatte etwas Angst zu Beginn, aber ich habe es nicht bereut und bin sehr zufrieden mit den Endergebnissen. Ein kleines, aber dennoch schönes Highlight gab es dann noch im November, wo ich die 10.000 Abos erreichte. Diese Zahl wollte ich schon immer erreichen, um die Community-Funktion freizukriegen. Dummerweise wurde diese jedoch einen Monat für alle YouTube-Partner freigeschaltet und deshalb brauchte ich dafür die 10.000 Abos nicht mehr. Dennoch ist es sehr schön, die Zahl erreicht zu haben, auch wenn mir Zahlen nie wichtig gewesen sind. Und das war es auch schon. Das Jahr 2018 für mich. Es gab sehr viel, was passiert ist. Und auch nochmal ein Riesendanke an euch, dass ihr mich begleitet bei meiner Reise und immer da seid. Ihr seid die Besten. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Und danke für dieses tolle Jahr. Ja, und was bleibt jetzt noch zu sagen? 2019 wird ein spannendes Jahr. Ich habe viele Pläne für dieses Jahr und einige Ziele. Welche dieses sind, behalte ich jedoch noch für mich. Ich sag nur so viel. Wie immer kommt es, wenn es kommt. Das war schon immer meine Devise und die werde ich auch beibehalten. Also, freut euch aufs neue Jahr und einfach nur danke.